jetzt gerade halten, also wow. Ach, ernsthaft, so einer. Oh, Scheiße. Mal sehen, wie die Shotgun ist. Bam. Oh, die ist nice. Ich wusste gar nicht, dass ich in der Nähe eines solchen Questes bin. Ich habe 3 Fertigkeitspunkte. Okay, da ist der Schatz. Den nehme ich auch noch. Ach so, ja. Den Schatz habe ich uns gerade noch nicht genommen. Ich wollte nur die Waffe wechseln. Stimmt. Getötet und einfach zurückgelassen. Das ist das Zeichen des Ankh. Armer Hapti. Aber wow, hier runter muss ich auch noch. Seine Geliebte weiß nicht, dass er tot ist. Ach, das macht mich krank. Ich gebe seinem Kar Ruhe und bringe den Armreif zurück. So. Oh, mittlerweile bin ich so immer. Nur gegen Elefanten richtet das nichts aus. Abtis Frau wird das als Andenken haben wollen. So, dann bringen wir mal den Armreif. Das ist auch die Quest, die wir ja vorhin angenommen hatten. Bist du Haptis Geliebte? Ich weiß, warum du hier bist. Er ist tot, oder? Hapti. Es tut mir leid.
Es gab einen Aufstand am Steinbruch. Er... Nein, ich möchte es nicht wissen. Er war immer so ein Hitzkopf. Wie konnte er uns nur so verlassen? Ich habe seinen Armreif. Er wollte, dass du ihn bekommst. Was bringt mir ein Armreif? Mein Kind wird ohne Vater aufwachsen. Danke für die Botschaft. Oh, sie ist schwanger. Du bist ein guter Mann. Aber bitte, lass mich mit meiner Trauer alleine. Ich bin nur eine weitere Frau, die Römer zur Witwe gemacht haben. Das ist der Krieg, von dem keiner spricht. Wow. Die Freiheit nehmen. Abgeschlossen. Welche Quest könnte man jetzt als nächstes machen? Hier. Das ist die nächste Quest dabei. Wie viel hier noch übrig ist? Wir haben wir noch hier mit dem Feuerspiel und vor Apfel. Okay, gehe ich dahin. Erstmal, bevor ich die Mission mache. Mali. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Was? So. Alter. Wieso? Wieso ist das hier? Ich dachte nicht, dass das jetzt ein Lager ist. Ernsthaft. Ist das ein scheiß Lager? Ach, scheiße. Na egal. Er wird nicht lange genug leben. Was ist denn da los? Du kommst nicht vorbei. So, jetzt aber. Komm. Ja. Bleibt hinter mir, Harry. Bist du Kade? Deine Mutter hat mich geschickt. Bei Isis. Bist du das bei Yaquan Siva? Lass mich raus. So, was machen wir jetzt? Ach so, Gefangene. Noch mehr Gefangene befreien. Natürlich. Hier lebt doch fast gar nichts mehr, oder? Ich muss ihn ehren. Flavius, unseren Führer, unseren Befreier, den Löwen. Was willst du hier? Stirb. Da ist gar nichts. Die kämpfen immer für irgendwas. Solange sie freudestrahlend dafür sterben, soll es mir recht sein. Keine Sorge, wenn wir fertig sind, gibt es einen Idioten weniger auf der Welt. Ah, dann mach ich's halt so. Hast du das gehört? Danke. Sei wachsam. Die Götter segnen dich. Verstanden. Ich bin auf der Hut. Na, dann kommt mal raus. Alle sollen sie Flavius Namen kennen. Du kommst nicht. Thomas,
Ja, ich habe einen verbrannt. Hätte ich das vorher gesehen. Alle auf den Rücken! Ach Scheiße. Waffen bereit halten. Gemeinsam. Verstand. Beschützt den Nepp. Ich decke dich. Bilde deine Mauer. Alarm! Angriff! Beschützt den Nepp. Hast du was gehört? Pass auf, hier stimmt was nicht. Der Hof, von dem du kommst. Ich weiß, was Flavius getan hat. Wie er unserem Volk das Leben aussaugt. Meine Mutter Nanette. Geht es ihr gut? Ja. Praxila brachte sie nach Balagrei. Danke, Bayek. Du beschützt uns sogar so weit weg vom Land unserer Vorfahren. Warum brachten die Römer euch her? Um ihren Hunger nach Krieg und Eroberung zu stillen. Sie haben eine Ballista. Wir laden sie mit einer Substanz von abscheulicher, brennender Verwüstung. Vitruvius, ein römischer Ingenieur oben am Aquädukt, hat sie erfunden. Vitruvius? Ich kenne ihn. Ich kann nicht glauben, dass er so etwas tun würde. Wir sind diese römischen Tyrannen los. Oh, warum? Muss das so nur. Ah, lasst mich doch mal in Ruhe, mein Gott. Du kannst nicht fliehen. Au. Au, tötet mich doch, wenn ihr wollt. Na, da kommt ja noch so ein. Ach nein. Verpisst euch! Ach, das wollt ihr doch nicht ernsthaft. Ach, kommt her, ihr kleinen Hosenscheißer. Ach, stirbt doch einfach. Danke. Vitruvius, wir müssen reden. Was ist los, mein Freund? Ich habe dir geglaubt, dass du dich um die Sivaner sorgst. Und die ganze Zeit werden sie in der Zitadelle gezwungen, an der von dir entworfenen Waffe zu arbeiten. Es ist nicht so, wie du denkst. Folge mir und wir gehen der Sache auf den Grund. Bayek, versteh bitte, ich war nicht immer so fokussiert auf architektonische Wunder wie dieses Aquädukt. Als hitzköpfiger junger Mann habe ich viele Vernichtungsinstrumente erfunden. Echt? Eines davon war eine Art griechisches Feuer. Griechisches Feuer?
Eine Substanz mit solchem Potenzial für unsägliches Leiden. Griechisches Feuer. Ich schwor, sie nie herzustellen. Der Feldherr stellt es aber her und zwingt Sivana dazu, seine Ballista für den Krieg gegen ihr Land zu rüsten. Verfluchter Stolz! Ich hätte meine Notizen verbrennen sollen. Feldherr Agrippa muss sie gefunden haben. Dann halten wir Agrippa auf. Tu, was dir dein Gewissen befiehlt, Bajek. Aber versteh, dass ich mich nicht gegen einen römischen Feldherrn stellen kann. Meine persönlichen Gefühle zählen da nicht. Finde die Formel und ich werde sie zerstören. Ich will nicht die Opferung Ägyptens verantworten müssen. Jupiter beschütze dich, Bajek. Finde und stehe die Formel des Feldherrn. Jo. Oh Gott, hier kann ich noch drauf. Aber ist mehr so ein Parcours, oder? Jep, voll parkourmäßig. Da springe ich doch wieder runter. Oder noch nicht? Ich dachte schon. Shit! Das wird wehtun. Nein, das ist eine Dreierburg. Und ich muss da rein. Nein. Hier habe ich zwar schon eingenommen, aber... Boings! Oh Mann, willst du mich komm! Wow, ernsthaft? Was? Der tötet mich. Komm her. Ich muss mal aufhören, dieses Effort zu sein. Ich hab's mir angewohnt und das ist echt. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Richtig. Tibiabe, Tibi Manel! Warte!
Ich will kämpfen. Deswegen mache ich das. Oh Gott. Na komm mal her. Klapp mich mal an deinem Leben. Ach, ernsthaft? No! Was? Ich kam nicht weg! Ich kam euch... Klar. Ich hätte ihn besiegt. Es war kurz davor. Dieser Ort wird schwer bewacht. Okay. Ja, ich habe es geschafft. Okay, das ist jetzt ein bisschen strange, aber mit den ganzen Gegnern hier auch ein bisschen nervig. Er fällt sowieso gleich tot um. Jeder, der sich mit Monstern und Dämonen verbündet, wird sterben, Feldherr. Die Formel wurde benutzt. Ich zerstöre den Bestand des griechischen Feuers. Okay. Nein. Nein, du siehst mich nicht. Da unten. Ich hätte nicht gedacht, dass der Feldherr so ein starker Typ ist. Hä, aber das muss doch hier sein. Ich bin doch nicht blind. Ich bin in das Gebiet. Hä? Das sind doch nicht hier die... Mach ich ihn fertig, komm hier, zack, stirb, tschüss. Ah, du auch noch.
Tschüss, stirb. Scheiße, 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 scheiße. Uff. Wie kann ich nur? Schön, dass du wartest. Ich hätte angegriffen. Oder wäre weggelaufen, obwohl das wäre nicht so cool gewesen. Gegen mich nicht. Ja, jetzt spring doch runter, Mann. Wieder rein. Vitruvius wird wissen wollen. Ja, deswegen porte ich mich dahin. Geht schneller. Discounter steht schon auf 90, weil ich so viele Tode hatte. Das ist krass. Bayek, hast du sie? Hast du meine Formel gefunden? Heute wird Ägypten nicht brennen. Und auch sonst nicht. Und Feldherr Agrippa? Er hat sie mir nicht freiwillig gegeben. Er war ein guter Römer. Aber er hat nie verstanden, dass man trotzdem auch ein guter Mensch sein kann. Flavius hat Agrippas Stolz und Ehrgeiz mit dem Gerede von Imperien genährt. Ich fürchte, der Weg, den seine Anhänger gewählt haben, wird vielen den Tod bringen. Am Ende ihren eigenen. Aber du bist ein guter Mensch, Vitruvius. Ich sah es in deinen Worten und Taten. Ich tue mein Bestes. Danke nochmal, Bayek von Siva. Du bist ein wahrer Beschützer deines Volkes. Supi, und weitere Quests. Ich hoffe, hier gibt es keine mehr erstmal. War ich da nicht vor kurzem? Oh, oh nein. Und da fehlt auch noch was. Oh nein, da ist auch noch was. Arbeite ich mich bis dahin durch.